Rund ein Drittel von allen produzierten und verkauften Lebensmitteln gehen zwischen Feld und Teller verloren oder werden sonst irgendwie verschwendet. Verschiedene Organisationen nehmen sich dieser Problematik an, indem sie geniessbare Lebensmittel vor dem Wegwerfen retten und Sozialbedürftigen zukommen lassen. Gartin du Cœur ist eine von diesen Organisationen. Die Lebensmittelhilfe von Gartin du Cœur ist möglich, weil bei Grossverteilern, Bäckereien, Partyservice usw. regelmässig Lebensmittel abgeholt werden können, bei denen das Verkaufsdatum abgelaufen ist, nicht aber das Verzehrdatum. Gartin du Cœur Basel-Land ist in Brattelen stationiert. Die Organisation umfasst 62 Helferinnen und Helfer, die alle ehrenamtlich im Einsatz stehen. Materiell zur Verfügung steht ein Kühlfahrzeug und Lagermöglichkeiten mit einer Kühlzelle. Ferner stellt die römisch-katholische Kirchengemeinde Brattelen die Räumlichkeiten für die Abgabe der Lebensmittel an die Bedürftigen gratis zur Verfügung. Wir begleiten jetzt Helferinnen und Helfer beim Einsammeln der Lebensmittel und dann das Vorbereiten und das Verteilen von denen an die Bedürftigen. Übrigens, ganz im Sinn von einem Dienstleistungsbetrieb werden die Leute, die Lebensmittel beziehen, bei Gartin du Cœur als Kundschaft bezeichnet. Es war Viertel ab 6 und bald ist die Lade zu und dann fahren wir ab und gehen Lebensmittel abholen. Wir sind jetzt bei der Migros, wo wir die Ware, die heute nicht verkauft worden ist, mitnehmen, um die Bedürftigen zu verteilen. Wir helfen Kräfte mixt, damit das Personal schneller auch Feierabend machen kann. Weil das ist nicht selbstverständlich, dass wir Sachen so mitnehmen. Unser Kühlwagen von Gartin du Cœur ist jetzt gerade angekommen. Unser Team ist jetzt dran. Den Kühlwagen ausladen und wir werden das jetzt in der Kühlzelle lagern. Ich mache jetzt gerade auf. Alles rein, ne? Ja, alles und morgen wird ein anderes Team noch das Ganze aussortieren und bereit machen, um an die Kundschaft zu verteilen. Es ist für uns sehr wichtig, dass die Lebensmittel richtig behandelt werden, damit die Kundschaft von Gartin du Cœur auch einwandfreie Produkte überkommt. Ein Tag später, Abend, die Ankunft vom Fahrzeug am Abgabeort der Lebensmittel. Im Raum werden die Lebensmittel vorbereitet für die Abgabe. Die Leute, die Lebensmittel beziehen, werden hier etwa in einer Stunde eintreffen. Hallo. Hier ein kleiner Eindruck von den Lebensmitteln, die ohne Gartin du Cœur wahrscheinlich entsorgt worden wären. Jetzt Abend haben wir jetzt alles vorbereitet, damit die Kundschaft von Gartin du Cœur sich bedienen kann. In 10 Minuten geht es dann los und sie werden reinkommen. Jemand ist draussen und wird sie abbelehen. Neben dem Verteilen von Lebensmitteln mit abgelaufenem Verkaufsdatum an Bedürftige können bei einigen Filialen von Grossverteilern Kunden selber Lebensmittel spenden via Spendenboxen. Wir haben hier Taschen, die wir vorbereitet haben, die wir heute Abend verteilen werden. Die Taschen können wir dank der Spendenboxen füllen, die wir in verschiedenen Grossverteilern aufstellen konnten.
Das heisst, dass man kann mit 1 Franken schon eine Spende für uns machen, für Carton du Coeur, mit 1 Backteig machen oder eine Schokitafel. Die Taschen kriegen die Familie oder die Einzelpersonen zwischen 6 bis 8 Mal im Jahr und sie haben sehr viel Freude an diesen Taschen. Für Bezugsberechtigung für Lebensmittel gibt es klare Regeln. Wir haben hier eine Liste, da kann nicht jeder reinkommen. Wir haben eine Gruppe A, wir haben eine Gruppe B. Ich mache Kontrollen hier. Wer also hier auf der Liste ist, darf auch rein. Und jeder hat ein Kärtchen, das er mir zeigt, damit ich auch weiss, ob er hier auf der Liste ist oder nicht. Also mit der Zeit weiss ich dann die Namen eigentlich schon alle. Und das sind meistens so zwischen 30 Familien, die kommen. Und die müssen sich auch abmelden, wenn sie nicht kommen, damit wir wissen, dass wir der anderen Gruppe noch anrufen und sagen können, ihr könnt auch kommen, wir haben noch ein bisschen Waren für euch, also könnt ihr vorbeikommen. Etwa 10% der Bevölkerung vom Kanton Basel-Land kommt von verschiedenen Organisationen Lebensmittelhilfe über. Im Jahr 2012 hat Carton du Coeur etwa 125'000 Kilo Lebensmittel verteilt. Das ist möglich gewesen, dank der Kooperation und Unterstützung von verschiedenen Firmen, Spenden aus der Bevölkerung und motivierten freiwilligen Helfern.